Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir machen heute gemeinsam ein neues Beinworkout. Das bauen wir in Intervalltraining auf. Das heißt, wir machen verschiedene Übungen, um effektiv unsere Beinmuskulatur zu stärken und zu straffen natürlich und auch unser Gesäß. Und wir bauen das wieder eine Minute auf und 15 Sekunden Pause. Wenn du merkst, die Minute wird dir zu lang, dann mach einfach Pause. Ist überhaupt kein Problem, ne? Hab was zu trinken dabei, sei gut aufgewärmt, wie immer, und dann lasst uns beginnen. Ganz viel Spaß euch! Wir starten mit dem Skater. Okay, nach rechts und links und ha und ha und ha. Hier kannst du das Tempo variieren, wenn du magst. Du kannst es etwas schneller machen oder langsamer. Genau. Skate, 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 skate. Ich drehe mich mal andersrum, dann seht ihr das. Genau. 20 Sekündchen hast du noch. Schön. Halt den Oberkörper aufrecht. Jawohl. 5. Kommt. Sehr gut. Hüftbreiterstand. Wir gehen in die Kniebeuge. Zieh den Bauchnabel nach innen. Gewicht auf die Ferse verlagern und schieb dein Gesäß nach hinten. Auf geht's. Aufrechten Oberkörper. Achtung, wir ändern das Tempo. Wir gehen tief, tief, hoch, hoch, tief, tief, hoch, hoch, tief, tief, hoch, hoch, tief, tief. Drei nach unten und eins, zwei, drei und hoch und tief, 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 hoch. Gut. Zwei, drei und hoch und eins, zwei, drei und schnell und tief. Jawohl. Letzten Sekunden. Super. Locker die Beine aus. Zweiter Durchgang. Skater. Achte darauf. Brust raus. Tippe im Wechsel mit den Füßen dann nach hinten auf. Mit den Fußspitzen. Wir starten. Haltet das Tempo. Wie gesagt, langsamer oder etwas schneller. Zwanzig Sekündchen. Vom Körper und jetzt tief hoch. Schieb dein Po nach hinten und aufrecht. Und immer den linken Fuß anheben dabei.
Achtung, Tempowechsel, zwei tief, eins, zwei, hoch, hoch, tief, tief, hoch, hoch, tief, tief, hoch, hoch, tief, tief, hoch, hoch, tief, tief, jawohl. Gut. Super. Kommt. Gleich geschafft. Letzte. Yes. Locker die Beine. Wir wechseln gleich auf die andere Seite. Achtung. Heb jetzt deine rechte Ferse nach oben. Richte dich aufrecht. Und wir gehen tief. Schön die Ferse oben lassen. Jawohl. Brust raus. Po nach hinten. Bauchnabel nach innen. Tempo. 2-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. Tief. Tief. Hoch. Hoch. Tief. Tief. Hoch. Hoch. Tief. Tief. Oben lassen. Ja. Kommt. Letzten 8 Sekunden. Und locker die Beine. Achtung, wir gehen nochmal in den Skater. Aktiviere die Körpermitte. Halte dein Tempo. Etwas schnell oder etwas langsamer, wie du magst. Go. Schön atmen. Ja. Kommt, die Hälfte haben wir gleich. Gut. Jetzt noch 30 Sekündchen. Schafft ihr. Es geht. Jawohl. Noch 8. Ja. Wuhu. Ja. Super. Okay. Ausfallschritt in Kombination mit Knieheben. Wir starten. Rechtes Bein nach vorne. Linkes Bein, Ferse anheben. Bizep, hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch. So, Achtung. Oberkörper aufrecht, vorderes Knie bleibt hinter der Fußspitze. Tempo. 1, 2, 1 und bäh. 1, 2, 1 und hoch. 1, 2, 1 und hoch. 1, 2, 1 und hoch. 1, 2, 1 und wieder schnell. Gut. Ich fange schon mal zu joggen an. Wenn du magst, kannst du schon mit einsetzen. Eine Minute. Ab jetzt. So. Schau mal, dass die Ferse zum Gesäß gezogen wird, sozusagen. Die Beine also schön nach oben. Juhu. Komm, wir nehmen die Arme noch mit. Gut. Und die Beine sind
sind schön oben. Jawohl. Auch hier den Körper mit festmachen. Und hoch. Jawohl. Nur noch 15 Sekunden. Running, running. Juhu, kommt. Gleich geschafft. Gut gemacht. Okay, wir wechseln die Seite. Linkes Bein nach vorne. Rechte Ferse anheben. Und tief und hoch. Brust raus. Ja. Und Ferse hoch. Kommt. Tempowechsel. Hep, 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 hep. Tief, hoch, eins, zwei. Tief, hoch, eins, zwei. Tief, hoch, eins, zwei. Auch Spannung in den Armen. Okay. Letzten 10 Sekunden schnell. Wir nehmen rechtes Bein, halten es, legen es auf das linke Bein ab und jetzt schieb den Po nach hinten und steh wieder auf. Schieb den Po nach hinten und steh wieder auf. Also, Moment. Tief und hoch. Tief und hoch. Ja, da muss man gut seine Balance finden. Punkt fixieren, Bauch fest und ja, jetzt klappt das. Achtung, noch 8 Sekunden. Bauchnabel nach innen. Jawohl, sehr gut gemacht. Lockert die Beine. Okay, jetzt die andere Seite. Rechtes Bein auf das linke. Punkt fixieren und schieben. Aufstehen. Gut. Immer schön einen Punkt anschauen. Finde deine Balance. Halte den Oberkörper aufrecht. Halte das Gewicht beim Tiefgehen auf der Ferse. Macht ihr sehr gut. Komm, gleich geschafft. Jawohl, gut gemacht. Intervall, Jogging, los geht's. Genau, die Ferse wieder zum Popo ziehen. Ab jetzt eine Minute und wir nehmen die Arme wieder dazu. Komm. Stelle, dreh dich doch mal.
Andersrum noch 30 Sekunden. Füße hoch. Gut. Arme schön mitnehmen. Bauchnabel nach innen. Und wir lächeln. Gut gemacht. Super. Lockern, lockern. So, jetzt machen wir mal eine schöne Übung. Pilates, Ballett. Und zwar ein bisschen was für die Wade. Überkreuz ein Bein vor das andere. Stell dich auf die Fußspitzen. Nimm die Arme zur Seite. Und balanciere. Mach immer so kleine Tippelschritte. Genau. So. Und bleib schön oben. Zieh die Schultern ins Gelenk. Nach unten. Und jetzt mach mal kleine Kreise mit. Hep, 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 hep. Bleib oben. Wir sind die ganze Zeit nur auf den Fußspitzen. Gut. Und bleib. Bleib oben. Kreise nach hinten. Kommt. Schön die Fersen oben lassen. Auf den Fußspitzen. Gleich geschafft. Ja. Und schön aufrecht. Jawohl. Und lösen. Lockern. Überkreuze jetzt das andere Bein. Okay, zieh die Bauchdecke wieder nach innen. Schau, dass du einen guten Stand hast. Heb hoch und tippel. Eins, zwei, eins, zwei, zwei, eins, zwei, zwei. Super. Arme. Ja. Schön aufrecht. Stolze Haltung. Brust raus. Bauchnabel nach innen. Gut. Und du bleibst auf den Fußspitzen. Genau. Mach dich groß. Gott. Noch ein bisschen kreisen. Und auf den Fußspitzen bleiben. Ja. Gut, gut, gut. Gleich geschafft. Komm, noch 10 Sekunden. Und oben bleiben. Schön. Gut. 4, 3, 2 und lockern. Super gut. Wir stellen uns, wenn ihr eine Matte hier habt, dann könnt ihr euch gerne ans Mattenende stellen. Wir machen jetzt einen sogenannten Froschsprung. Schaut mal, wir gehen. Springen, 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 springen. Okay? Up. Go. Go, go, go. Up. Hop, 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 hop. Du springst so breit, wie deine Matte ist. Und immer wichtig, schieb den Po nach hinten und Brust raus. Schön, lockern. Wenn du willst, trink einen Schluck. Nimm dir die Zeit. Okay. Stabiler Stand. Linkes Bein. Achtung. Kommt nach vorne. Kommt nach hinten. Vor. Rück. Gesehen. Vor. Rück. Vor, rück, vor, rück, vor, rück. Bauchnabel nach innen.
gerader Rücken. Wenn du zwischendurch absetzen musst, ist überhaupt nicht schlimm. 20 Sekunden noch. Gut gemacht. Okay. Kleine Tippelschritte. Auf der Stelle. Let's go. Hip, 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 hip. Eine Minute. Bleib im Tempo. Gut. Wenn du willst, kannst du die Beine auch höher machen. Ja. Oder wieder hier unten. Oder oben. Gut. Schön atmen. Jawohl. 30 Sekunden noch. Gut, gut, gut. 20 Sekunden. Kommt. Hoch, hoch, hoch. Zieh die Beine hoch. Jawohl. Seite. Linkes Bein. Und rück. Vor. Rück. Vor. Rück. Vor. Rück. Punkt fixieren. Stabiler Stand, Bauchnabel fest. Gut. Acht Sekunden. Ja, super gut. Okay, locker. Dann stelle ich mich nochmal so hin. Rechtes Bein nach vorne. Nimm beide Hände, Fingerspitzen zeigen nach unten. Und dann beugst du dich und kommst nach oben. Einmal in die Standwaage. Und lang machen. Tief und hoch. Und tief und hoch. Und hep und hep. Vorderes Bein leicht gebeugt. Bleib mal hier, halte mal, beuge und strecke, beuge und strecke, beuge und strecke. Kommt, vorderes Bein leicht gebeugt, Brust raus, Bauchnabel nach innen. Sehr schön, wechsle die Seite. Linkes Bein nach vorne. Und tief und hoch. Langsam. Ich merke auch, mein linkes Bein müsste ich mehr trainieren. Also das ist schon etwas schwackeliger. Aber konzentriert euch. Zieht die Bauchdecke nach innen. Punkt fixieren.
Schultern. Schön, gerade. Gut. Achtung, wir bleiben unten. Standbein leicht beugen. Und hinteres Bein, oberes Bein beugen und strecken. Komm. Zack. Ha. Halte deine Balance. Zentriere deine Körpermitte. Zieh die Bauchdecke nach innen. Gleich geschafft. Und schon hast du es geschafft. Super gut. Das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein Workout für die Beine. Und ihr merkt, man kommt ins Schwitzen durch das Intervalltraining. Wichtig ist, am besten noch ein bisschen dehnen. Effektiv. Oder lasst uns das noch gemeinsam machen. Bevor ich jetzt euch sage, macht das Stretching-Video, aber das dauert dann wieder so lange. Also wichtig ist, wir dehnen einmal die Oberschenkel. Standbein. Leicht beugen. Und dann dein Standbein leicht gebeugt. Hüfte. Schiebst du aktiv nach vorne und greif mal an deinem Sprunggelenk. Brust raus. Schön atmen. Du hast das sehr, sehr gut gemacht. Also ich schwitze. Ich hoffe, ihr auch. Wechsel mal die Seite. So. Knie an Knie. Schieb die Hüfte nach vorne. Ganz auf den Arm mit zur Seite nehmen. Zur Stabilität. Zu halten deiner Balance. Halte. Wunderbar. Und wir lösen. Achtung, stell dich einmal in den Ausfallschritt. Lass die Ferse hinten am Boden und gehe so weit nach vorne, beziehungsweise schieb dich nach vorne, vorderes Bein gebeugt, hintere Ferse bleibt am Boden, sodass du ein leichtes Ziehen oder auch schon ein starkes Ziehen in der Wade verspürst. Bleib hier. Und jetzt komm mal noch einen Schritt nach vorne und hinten. Heb die Ferse hoch. Und jetzt halte dich mal hier für den Hüftbeuger. Brust raus. Und jetzt nehme mal die Arme weg, wenn du es schaffst. Ansonsten stütz dich ab. Oder nimm die Arme tief. Zieh bewusst die Schultern nach unten. Brust raus. Halte das hintere Bein gestreckt. Genau. Schieb die Hüfte nach vorne und Schritt einmal in die Mitte. Dann gehst du tief, drückst einmal gegen deine Oberschenkel. Wenn du es möchtest, kannst du auch tiefer kommen. Dann kannst du hier schön dagegen drücken und ein bisschen schaukeln oder hier halten. Genau. Dann drehen wir uns auf die andere Seite. Ferse hinten abstellen für die Wade. Zieh bewusst die Ferse in den Boden hinein. Und jetzt komm tiefer für die für den Hüftbeuger. Hinteres Bein lang. Und geh in deine Dehnung so weit, wie es für dich okay ist. Ne? Wenn du möchtest, nimm jetzt die Arme weg, Brust raus, Schulter tief, halte, halte, halte und löse. Dann haben wir noch einmal das Gesäß. Dann nimmst du noch einmal das rechte Bein über das linke und dann schiebst du noch mal so ein bisschen, also als würdest du dich hinsetzen, den Oberkörper nach vorne, den Po nach hinten, Rücken gerade, halte dich. Also müsstet ihr es hier schön spüren. Und dann wechselst du die Seite. Rücken gerade lassen. Lockern. Sehr gut gemacht. Vielen lieben Dank. Wenn es euch gefallen hat, dann klicke auf Abonnieren. Alle 2 Tage mache ich für euch ein neues Video. Also seid gespannt und
Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Vielen lieben Dank.